Herzlich willkommen zurück zu One Piece Unlimited Cruise 2. Dieses Mal wollen wir uns gegen den falschen Insel, gegen den ersten Boss auf der vierten Insel entgegenstellen. Ich habe schon mal alles soweit verfüttert, sodass Gabi auf die entsprechenden Punkte kam. Und auf jeden Fall, bevor wir uns eigentlich direkt gegen die Gegner stellen, werden wir nochmal den vorher abspeichern. Denn ich habe so das Gefühl, dass dieser Gegner ziemlich stark sein wird. Jedenfalls habe ich das gelesen, dass er stark sein soll. Aber Aki auf Feuer wird uns mal noch was anderes entgegenlaufen. Lass mal die Zipfpunkte runter. Oh, jetzt komme ich auch auf die anderen Seiten rüber. Aha. Ach, Scheiße. これはまた団体賛同付きで、まともにぶつかってもらちがあかねえ。橋から落として突破するぞ。てめえらもだよ。まあ。Hammeljet 600 Pfund Kanone Koop-Technik mit vereinter Kraft. Aha. Lass sie uns ein für alle Mal erledigen. Wir müssen schnell sein, sonst wird es schwierig. Ja, das muss ich glaube ich gehen. Zorro. Ja, und genau das ist es. Wir müssen nämlich nur mal einmal abspeichern. Aber... Es sind komischerweise zwei Runden geflogen. Ja, aber... Was ist mit den Typen? Wie viele davon gibt es? Es könnte noch mal wieder kommen. Er könnte noch mal hier kommen. Wir sollten darauf vorbereitet werden. Und, Moment, irgendwas ist da schon wieder faul im Hintergrund. So. Ne, wir werden. Oh, okay. Wir werden wirklich jetzt erstmal abspeichern. Ich meine, weil zum Schiff haben wir es ja nicht. Ne? So. Komm. Nämlich nochmal alles schön aufladen. Kann ich so noch irgendwas machen an Medikamenten? Ja. Sollten wir herstellen. So, nochmal speichern. Und dann... Auf zum ersten Boss.
bin mal gespannt, wer es sein wird. Obwohl ich schon so ein dummes Gefühl habe. Naja, lassen wir uns überraschen. Das ist Don Quixote de Flamingo. Was ist das für ein Typ? Pass auf, der führt was im Schild. Mir doch egal. Wenn er uns in die Quere kommt, mache ich ihn einfach fertig. Du hast Mumm, das muss man dir lassen, Strohhutraffy. Aber während der Nan um diese Inseln schleicht, kommt die neue Ära immer näher. Was soll bitte näher kommen? Wir stehen kurz vor einer Welt, in der nur echte Piraten überleben können. Die neue Ära wird von einer unkontrollierbaren Flut gebracht. Oh Gott. Was? Mein Körper bewegt sich. Mann, das ist echt mies. Das ist richtig mies, ja? Obwohl er ja eigentlich... Boah. Boah. Ja, danke. Mann, wieso muss er eigentlich Ruffy nehmen? War schon schlimm genug, dass er die anderen kontrolliert. Also... Ja, danke. Da. Och Mann, du hast auch keine Chance. Das ist zum Kotzen. Ja.
Also wirklich. Ich habe wirklich Probleme. Der ist so richtig gemein. Warte mal. Items. Habe ich überhaupt irgendwas, was mir dabei noch helfen kann? Außer das könnte ich eventuell mal. Ja, genau. Ja, jetzt hol auch noch Bellamy. Ganz ehrlich. Ja. Das wäre keine Chance. Ja, genau. Hör doch mal auf mich einzudreschen! Mann! Das ist richtig gemein, ja? Das ist so richtig gemein! Ich weiß nicht. Vor allem, es gibt noch nicht mal ein richtiges Patentrezept dafür. Das ist einfach nur... Aber das finde ich so richtig schön. Ich glaube, jetzt trete ich mal mit Ruff zuerst an. Und vor allem, dass ich Ruffy nicht zurückgekriegt habe, das finde ich scheiße. Das hätten sie ruhig anders regeln können. Ich habe aber kein Wiederbelebungsmedikament oder so. Ja.
So. Ja, Mann, ist doch gut. Los, erstmal weg hier. Keine Chance, ey. Du hast keine Chance. Also... Ja,
Du gehst mir auf den Sack. Endlich. Also. Ich weiß ja nicht. Also, das ist Rage Extreme. Also 9, 9, 10, 5, 9, 4, 5. Nee, Quatsch, Gott. Was ist los, Gabi? Du hast Angst vor dem Ding, richtig? Stimmt das? Ja. Ich weiß, wie du dich fühlst. Im Gegensatz zu den anderen bin ich auch nur eine normale Person. So. Ehrlich gesagt, gab es eine Zeit, in der ich einfach nicht mehr mit ihnen zusammen sein konnte. Und aufgrund eines bestimmten Vorfalls verließ ich die Crew. Du hast die Crew verlassen, echt? Jo. Aber irgendwas erinnerte mich daran, sie für immer zu verlassen. Eine Freundin von mir riskiert ihr eigenes Leben, um den Rest der Crew zu retten. Aber natürlich war ich immer noch völlig nutzlos und stand jedem im Weg. Dann sagte mir ein Angeber, ich mach, was du nicht kannst und du machst, was ich nicht kann. Wie nennst du hier einen Angeber? Und ich konnte ein bisschen stärker werden, um meinen Freunden zu kommen. Gabi, mach dir keine Sorgen. Du hast doch uns. Wenn du in Gefahr bist, helfen wir dir. Also konzentriere dich einfach auf das, was du kannst. Stärke ist dazu da, um jemandem, der einem wichtig ist, zu helfen. Und nicht um Leute umzubringen. Ich muss mich auf das konzentrieren, was ich kann und die zu beschützen, die mir wichtig sind. Ich habe Freunde an meiner Seite. Ich werde also nicht verlieren. Ich kann nicht verlieren. Gut. Diamantfragment, dreimal im Thron. Cool. Wen haben wir hier eigentlich noch? Shoppy ist down. Oh, Mann. Nur schnell zum Schiff und abspeichern. Also, das war bisher der härteste Gegner überhaupt. Ich will dich haben. Oh, was? Schon wieder so ein blödes Insekt, was ich nicht fangen kann. Brauche ich wirklich erst diese verbesserte Fangnetz. Na toll. Fragt sich bloß, wie ich das kriege. Ich meine, die Idee habe ich ja noch nicht mal dafür. Ich habe bloß die Idee, ja. Bessere Spitzhacke, davon brauche ich 7 und dann brauche ich nochmal Holz. Holz ist kein Problem. Aber die Diamantfragmente brauche ich, um die Spitzhacke herzustellen. Und dann das hier, Käferfangbesser. Toll, das brauche ich auch noch. Das ist bestimmt eins von denen hier. Aber das brauche ich erstmal die Idee. So. Sperre Manjaku. Achso, Marmor brauche ich. Stahlkette habe ich. Marmor. Ob wir das noch fix machen? Ja, aber ich würde sagen, die Folge geht sowieso schon lang genug. Gut, ich würde sagen, wir speichern ab. Und ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Auch auf welch wieder den Rage-Modus nah war, wie auch in der letzten Folge gegen den blöden Skyfish. Naja. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet zu One Piece Unlimited Cruise.
Ich wünsche euch jedenfalls noch einen angenehmen Tag und macht's gut, Leute. Haut rein.